Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Wunderschönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Meine Damen und Herren, guten Abend. Herzlich willkommen im Mercedes-Benz-Museum. Um jetzt den Bogen zu schlagen zu heute Abend, die Verbindung von Kunst, Kultur und Automobil. Brabus hat diesen wunderschönen Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer mitgebracht. Also wir haben rund 4.500 Stunden in das Fahrzeug gesteckt. Zusammengekommen sind wir heute aber nicht nur wegen des 300er SLs, sondern eben auch wegen des originalen Siebdrucks aus Andy Warhols berühmter Cars-Serie. Wie kam es dazu? Also wie gesagt, es gibt insgesamt 36 Siebdruckbilder, davon 30 in unserer Sammlung. Unsere Spezialisten von Mercedes-Benz Classic haben eine Expertise zu dem Fahrzeug erstellt. Die Idee gezündet hat damals Anfang 1986 der Düsseldorfer Galerist Hans Meyer. Ja, mit der Expertise bearbeiten wir im Wesentlichen drei Bereiche. Und Hans Meyer schlug vor, ob es nicht eine Idee wäre, dass Daimler-Benz bei Warhol eine Serie von Autobildern in Auftrag gibt. Einmal das Thema Erarbeitung und Recherche der individuellen Fahrzeughistorie. Und um das aber in Fahrt zu bringen, ist Hans Meyer dann mit Fotografien vom 300 SL Flügeltürer. Wir recherchieren nach Akten, Protokollen, Vorstandsentscheidungen, Fotomaterialien. Nachdem ich rumgehorcht habe, ist dieses Auto denn schon mal mit dem Originalbild zusammengekommen? Das hatte nie stattgefunden und dann war sofort die Idee da, okay, wir müssen Auto und Bild zusammenbringen. Zu Warhol nach New York gefahren, hat auf eigene Faust, sozusagen zunächst mal auf eigene Rechnung, dieses Bild, was Sie hier sehen, und eben das zweite, was wir am Anfang dort gesehen haben, bei Warhol in Auftrag gegeben. Zweitens dann die Werkstattuntersuchung und drittens auch eine Materialprüfung. Also das Auto ist bis zur Rohkarosserie komplett in alle Bauteile zerlegt worden und dann ist Karosserie, alle Baugruppen bis hin zur Schraube oder Ventilfeder oder was alles zu so einem Auto gehört dann. Er kam im Sommer 86 mit den Bildern zurück nach Stuttgart, hat sie dem Vorstand vorgestellt und alle waren total begeistert. Und das Ergebnis, das sehen wir jetzt hier heute. Lange Vorbereitungszeit mit dem Uli Goffried zusammen, die sehr gut funktioniert hat und mit den Kolleginnen von Daimler, also von Mercedes aus dem Klassikbereich, wie vom Classic Center und auch natürlich Frau Dr. Viaga von der Daimler Kunststiftung. Ja, hat uns, ich sag mal, glaube ich, im Klassikbereich nochmal einen anderen Weg gezeigt, weil wir das, was wir hier zeigen, ist natürlich ein besonderes Auto mit der Geschichte vom Andy Warhol, dass das wirklich als die Vorlage für sein erstes Werk genutzt wurde. Ist natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich weiß gar nicht, was ich lieber hätte, das Bild oder das Auto. Ich könnte mir den eigentlich überall so ins Haus stellen, Wohnzimmer, Küche, Esszimmer. Das ist schon wirklich was ganz Besonderes, diese 6-Sterne-Restauration, wie ihr das nennt. 4.500 Stunden Arbeit hat Brabus, glaube ich, in die Restauration gesteckt. Und das in Kombination mit der Historie und mit Andy Warhol. Das ist einfach nur ein Megatraum. Einfach ein wunderschönes Fahrzeug. Das ist schon ziemlich einmalig. Gehört, bin von der Familie angesprochen worden, deren Vater das Auto viele Jahrzehnte im Besitz hatte und nach seinem Tod sollte das Auto ein paar Jahre später verkauft werden. Die Familie wusste nicht mehr genau, wann es eine Berührung gegeben hat zwischen dem Auto ihres Vaters, also dem Familienauto, und Andy Warhol. Die Geschichte, die in der Familie umging, war die, dass Andy Warhol eigens aus den USA mal angereist sei und den Vater, den Papa, den Eigentümer des Autos in München an einer Kunsthochschule getroffen hat und sich da intensiv mit dem Auto beschäftigt hat.
Und dieser Sache bin ich nachgegangen im ersten Schritt, fand das aber nicht bestätigt. Und so ging alles los. Eine Sache noch vielleicht. Herr Goffrey hat vorhin erzählt, dass er sich dann ein, zwei Tage Zeit gelassen hat, um zu überlegen, ob er das Auto kauft oder nicht. Ich erinnere mich an die Sache, glaube ich, ein bisschen anders. Ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass er gesagt hat, also bitte Herr Schütte, einfach mal ein, zwei Tage reservieren und wir wollen mit Ihnen ernsthaft über das Auto sprechen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es keine halbe Stunde gedauert hat, bis er wieder angerufen hat, mit Konstantin Buschmann dann am Telefon. Und die beiden haben noch ein paar Fragen gestellt und waren beide Feuer und Flamme. Und das ist das, was ich so liebe, wenn unser Eins, also wenn ich mit anderen Leuten, die genauso autoverrückt sind, sprechen kann. Und dieser Funke, diese Idee, diese gemeinsame Begeisterung, diese Leidenschaft da ist. Und ich glaube, wir haben noch am gleichen Tag den Deal perfekt gemacht auch.